Marie Farah, geboren im April, unmündig, merkmallos, rachistisch, weise, bislang angeblich unbescholten, will ein Kind ermordet haben in der Weise. Sie sagt, sie habe schon im zweiten Monat bei einer Frau in einem Kellerhaus versucht, es abzutreiben mit zwei Spritzen. Angeblich schmerzhaft, doch ging's nicht heraus. Sie habe dennoch, sagte sie, gleich bezahlt, was ausgemacht war. Auch Sprit getrunken, Pfeffer drin vermalt, doch habe sie das nur stark abgeführt. Sie habe zu Marie gebetet, viel erhofft. Doch die Gebete hätten scheinbar nichts genützt. Es war auch viel verlangt. Oft hab sie geschwitzt, auch Angstschweiß, häufig unter dem Altar. An diesem Tag, sagte sie in aller Früh, ist ihr beim Stiegenwischen so, als krallten ihre Nägel in den Bauch. Es schüttelt sie, jedoch gelingt es ihr, den Schmerz geheim zu halten. Erst spät geht sie hinauf. Man holte sie noch einmal, als sie lag. Schnee war gefallen und sie musste kehren. Das ging bis 11. Es war ein langer Tag. Sie sagte, sie sei, nur kurz im Bett, von Übelkeit stark befallen wurde. Und allein hab sie nicht wissen, was geschehen sollte. Mit Mühe sich bezwungen, nicht zu schreien. Mit letzter Kraft hab sie, so sagte sie, dann ihre Kammer auch eiskalt gewesen, sich zum Abort geschleppt. Und dort auch, man weiß sie nicht mehr, geboren, ohne Federlesen. So gegen Morgen zu. Sie sei, sagte sie, jetzt ganz verwirrt gewesen, habe dann halb schon erstarrt, das Kind kaum halten können, weil es in den Gesindabort hereinschien kann. Dann zwischen Kammer und Abort, vorher sagte sie, sei noch gar nichts gewesen, fing das Kind zu schreien an. Das habe sie so verdrossen, sagte sie, dass sie es mit beiden Fäusten ohne Aufhören blind so lang geschlagen habe, bis es still war, sagte sie. Hierauf hab sie das Tote noch durchaus zu sich ins Bett genommen, für den Rest der Nacht, und es versteckt am Morgen in dem Wäschehaus. Marie Farah, geboren im April, gestorben im Gefängnishaus zu Meisen, ledige Kindesmutter, abgeurteilt, will euch die Gebrechen aller Kreatur erweisen. Ihr, die ihr gut gebärt in sauberen Wochenbetten und nennt gesegnet, euren schwangeren Schoß, wollt nicht verdammen die verworfenen Schwachen, denn ihre Sünd war schwer, doch ihr Leid groß. Darum, ich bitte euch, wollt nicht in Zorn verfallen, denn alle Kreatur braucht Hilfe von allen.